Jo, willkommen zurück zu Let's Play Mafia 2. Wir haben hier letzte Mal aufgehört vor der Cutscene mit Falcone und Eddie. Ja, wir waren gerade auf dem Clementi-Schlachthof. Und hatten vor, zwei Leute zu befreien. Die dann letztendlich doch noch da geblieben sind. Es ist alles ein bisschen verwirrend gewesen. Auf jeden Fall scheint der Typ, der eigentlich den Luca umbringen wollte, jetzt doch mit ihm unter einer Decke zu stecken. Werden wir aber jetzt in den folgenden Kapiteln und in den folgenden Parts dann genauer sehen. Und er macht. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach du lieber Himmel, hat da wer einen fahren lassen? Vito, du heilige Scheiße. Bade gefälligst das nächste Mal, bevor du hier antanzt. Du wolltest, dass ich danach gleich komme. Glaubst du, ich lauf gern so rum? Okay, okay, okay. Was ist mit Luca? Erledigt. Sehr schön. Wie geht's unseren Jungs? Hast du sie gefunden? Ja, Luca hielt sie im Schlachthof gefangen. Frankie ist tot, aber Balls und Beans sind okay. Luca hatte sie gerade in der Mangel, als ich kam. Irgendwelche Zeugen? Nur ein Dutzend Leibwächter von Luca, die uns massakrieren wollten. Mir vom Leib mit deinem Gestank. Es war echt heftig. Ja, klingt nach einer haarigen Geschichte. Aber hey, du hast die Sache durchgezogen und bist herausgekommen, richtig? Geh jetzt und wasch dich, bevor du noch allen hier den Appetit verdirbst. Und verbrenn die verfluchten Klamotten, ist ja nicht zum Aushalten. Wow, $5.000. Du stinkst fürchterlich. Wechsle deine Klamotten. Ja. Oder im Apartment. Also das heißt, ich kann mir jetzt entweder Klamotten kaufen und wieder Geld ausgeben oder einfach mal nach Hause gehen und umziehen. Schwere Entscheidung. Später brauchen wir ja noch Geld. Ich weiß jetzt gar nicht, wie teuer mein schwarzer Mantel ist, den ich nicht mehr habe, obwohl ich ihn ja vor kurzem mal geholt habe. Den würde ich mir jetzt ansonsten wiederholen. Und wenn ich sparen will, gehe ich einfach kurz eine Lederjacke anziehen. Magazin nehmen. Ach, hier liegt auch eins. Okay. Fand ich jetzt nicht so berauschend. Zwei Punkte. Ich kann mir aussuchen, ob ich entweder hier hingehe. Was haben wir hier? Wechsel deine Klamotten. Und unseren zweiten Punkt hier oben. Wechsel deine Klamotten. Ja, ich würde mal sagen, das hier unten. Also entweder ist das eine Joes Wohnung und das andere sind wir, oder ist das unsere Wohnung und ein Klamottenladen. Ich gehe mal hier vorne gucken. Ich glaube, das ist jetzt ein Klamottenladen. Schön. Ich guck mal, wie teuer der Mantel wäre, der Anzug. Ja, schick, ich würde hier schon gern rein. Ne? Achso, ja, hier ist eine Tür. Ich gehe sonst immer durch Fensterscheiben rein, deswegen war ich verwirrt. Boah, ich laber eine Scheiße zusammen. Aber müsst ihr euch doch nicht gewöhnen, ne? Danke. Ich war in dem Laden eigentlich noch nie drinne. Was gibt's denn hier? Teurer Anzug.
teurer Anzug. Ja, ist alles gar nicht so teuer. Anzug mit Mantel. And anytime you're in a Schubert frigate, that feeling of freedom is always there. Putting the top down in a new Schubert frigate. Ich guck mir die noch mal an. Scheint nämlich alle gleich auszusehen. Your frigate and your freedom are waiting at your local Schubert Motor Company. Vielleicht kann man erkennen, ob der eine Doppelknopfreihe hat. Der ist heller. Der. Okay, den zweiten. Ich hab Probleme, weil ich guck mir Pixel an und guck mir die Unterschiede von den Anzügen an. Naja. Ich nehme den, mittleren. Appetit! Ja. Schick. Wenn wir jetzt im Dunkeln latschen, seht ihr uns gar nicht mehr. Seht ihr mich nicht, sehen wir uns nicht mehr und ihr mich nicht mehr und dann haben wir ein Bildproblem und dann muss ich die Helligkeit höher drehen. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal wieder nach Hause gehen. Ich weiß nicht, ob das Kapitel schon endet oder ob jetzt hier noch ein Teil kommt. Und was haben wir gelernt in den letzten Parts? Auf die Uhr gucken. So, wir haben 5 vor. Das heißt, wo ist mein Wagen? Habe ich einen Hinterausgang genommen? Kann ich was kaufen? Ich will dir mein Geld geben, aber du willst es nicht, Junge. Die Tür ist rechts, ja. Dann war ich vorhin hinten. Ja, aber schick gemacht. Ne? Ich mag das Spiel, Mann. Ich mag es einfach. So, steig mal ein. Hundertprozentig gefällt mir der Anzug nicht. Ich glaube, da gibt es noch einen anderen, der noch krasser aussieht. Aber auf jeden Fall endlich einen komplett schwarzen Anzug. Mit Mantel. Der Mantel ist wichtig. So ein Freizeitanzug ist ja nicht so, finde ich. Ich finde diese Mäntel hier total cool. Was ist das für ein Lied? Mal kurz hören. Was war mein Auftrag? Hier zurück zu verkaufen, alles klar. Zurück zu verkaufen und jetzt eine 180 Grad Wende in Zeitlupe. Zeitlupe. Habt ihr gesehen? Voll der Stunt. Boah, wie peinlich. Naja. Müsst ihr alles mit einem zwinkernden, spaßigen Auge hier sehen. Wie gesagt, ich laber viel Mist und da steckt eine Menge Ironie drin. Also müsst ihr euch leider dran gewöhnen. Aber ich denke mal, sonst würdet ihr auch nicht bis hierhin gucken. Und für alle, die bis hierhin schon geguckt haben, vielen Dank. Freut mich sehr. Ich werde auf alle Kommentare eingehen und euch auch in kommenden Videos erwähnen. Und jetzt geht's weiter. Wir sind zurück bei Falcone. Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja. Ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt.
Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann, ich gehe schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Oh, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Leo die Seife hat fallen lassen? Du kannst okay, mich okay, mal. Okay, okay, das reicht. Und gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. Aber cool gemacht. Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey. Viel Glück. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito, du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten, wirst du das tun. Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie diese Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen. Wie dieser Heilige. Amico Nostro, meine Herren, unser neuer Freund Vito Scaletta. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und natürlich. Warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen, aber und nachdem ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Jo, wir befinden uns in Kapitel 10 und sind jetzt Mitglied bei der Familie.
Ich werde jetzt erstmal einen Cut machen und die Cutscene zum Kapitel 10 selbst habt ihr jetzt noch gesehen. Heißt also, im nächsten Part geht's dann hier am Bett weiter. Ja. Und das war's dann erstmal für diesen Part und ich hoffe, er hat euch gefallen. Im nächsten Part weiß ich dann auch wieder, was ich euch erzählen kann. Ich habe nämlich eine... Ich denke mal, ich kann euch ein bisschen was erzählen. Und dann wird auch dieses nervige Telefonklingeln aufhören, denn dann im nächsten Part werden wir ans Telefon gehen und gucken, wer uns da so nervt und nicht auflegt. Ja, gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, Vito geht wieder schlafen. Tür zu und schlafen gehen.